in der Sonne geht es dann weiter. Es geht eigentlich bei all diesen Planetensphären immer wieder weiter, dass immer wieder neue Aspekte dazukommen, was geläutert werden muss. Und wir haben dann hier nach dieser Sonnensphäre, wenn ich das hier so hinmale, da kommen ja Mars und der Jupiter und der Saturn. Und dann geht es raus in den Kosmos. Und Sie sehen schon, wir haben hier sieben Stufen. Ja? Und das ist die Seelenwelt. Und nach dem Mars beginnt eine neue Zählung. Das sind jetzt dann, die sieben Himmel. Das ist die eigentliche geistige Welt. Die beginnt praktisch ab dem Mars. Hinter der Sonne beginnt jetzt die geistige Welt. Das heißt, wenn wir bis in diese Region kommen, haben wir immer noch diesen Astralleib, diesen Seelenleib, der ist schon immer dünner geworden, hat sich geläutert und verwandelt. Und den müssen wir jetzt dort auch ablegen. Ja, jetzt kommt sozusagen der dritte kleine Tod. Jetzt leben wir den eigentlichen letzten Anzug ab, der uns noch hindert, in die geistige Welt zu kommen. Und was wir dann sind drüben, da sind wir dann in unserem Ich, in unserem geistigen Leib, in unseren geistigen Körpern. Und das beginnt ab dem Mars. Und es beginnt eine weitere Reise. Stellen Sie sich das ruhig vor, dass wir eine solche kosmische Reise machen. Ja, jetzt sind wir wieder die Kosmonauten. Wir kommen wieder Stück für Stück zurück in unsere eigentliche Heimat, da wo wir hergekommen sind. Ja. Das ist ja alles nur Anzug. Ein dreifacher Anzug, in dem wir uns gekleidet haben und den wir wieder ablegen müssen. Das ist diese kosmische Reise. Und wenn wir hier auf diesem Läuterungsweg sind, muss zum Beispiel, wo wir hier gesagt haben, hier muss jede letzte Verbindung sozusagen Wünsche an den irdischen Leib abgelegt werden. Da ist zum Beispiel Folgendes gemeint, wenn sich jemand sehr stark identifiziert in diesem Leben über seinen Körper. Das kann zum Beispiel ein athletischer Sportler sein, der sich definiert über Sport. Ja, ich habe mal gehört, bei Real Madrid gibt es jemanden, der so vielleicht sich sehr stark identifiziert mit seinem wunderbaren Körper und seinen technischen Fähigkeiten. Dann gibt es Models, die sind wunderschön, die identifizieren sich mit ihrer Schönheit. Das heißt, woher bekommen wir Menschen, wenn wir uns mit dem Körper identifizieren oder mit materiellen Erfolgen, woher bekommen wir unser Selbstvertrauen? Aus der materiellen Sphäre. Jetzt gibt es das aber drüben nicht mehr. Das heißt, ich muss ja drüben in dem Läuterungsprozess ein neues, schönes Wort, Selbstvertrauen aufbauen. Ich muss ein Vertrauen in mein Selbst aufbauen. Indem ich das Äußere alles ablege, muss ich Stück für Stück erkennen, dass das Einzige, worauf ich zum Schluss nur vertrauen kann, mein Selbst ist, mein Ich ist. Das ist dieser Wandlungsprozess auch. Von einem materiellen Selbstvertrauen zu einem echten geistigen Selbstvertrauen. Das ist dieser Läuterungsprozess, der drüben stattfinden muss. Und deshalb muss man solche Schönheitsideale oder die Identifizierung mit dem Leib, das muss man hier ablegen. Das ist diese vierte Sphäre. In der Sonne dann zum Schluss muss man überhaupt jegliche Bindung an die Erde ablegen, auch diese astrale Bindung, weil das ist immer noch mit der Erdeninkarnation verbunden. Und dann sind wir eigentlich in unserer wirklichen Heimat. Und das beginnt, wie gesagt, mit dieser Mars-Sphäre. Und da will ich nur ein Beispiel noch bringen, das betrifft diese Jupiter-Sphäre. Denn auch in dieser Jupiter-Sphäre gibt es noch Gefängnisse. Und wie schauen diese Gefängnisse aus? Was ist das, was wir sogar auf dem Jupiter noch hier in dieser hohen Weisheitssphäre läutern müssen? Hat was mit Weisheit zu tun. Es gibt etwas, was uns von unserer Weisheit trennt. Kann jeder sofort nachvollziehen. Und Sie können dann ab heute Abend oder morgen schon mit der Arbeit beginnen. Auf welche Art auch immer. Wir bemühen uns hier, auch ich von der Akademie, mit meinen Kursen und Vorträgen und Seminaren, das alles zu unterstützen. Und da sehen wir, das ist ganz einfach, gell, liebe Kursteilnehmer. Auch nach 5 Jahren merken wir, das ist gar nicht so einfach, diese Barrieren abzulegen, die dann in der Jupiter-Sphäre uns ein Gefängnis bereiten. Was trennt uns von unserer Weisheit? Von Weisheit? Unsere Vorurteile. Vorurteile.
In dem Moment, wo ich ein Vorurteil habe, bin ich sehr unweise. Es ist unklug, ein Vorurteil zu haben. Denn das sagt das Wort schon, ein Vorurteil grenzt mich ab. Und das ist eine reale geistige Abgrenzung, die findet jetzt schon statt. Das heißt, jedes Vorurteil, das wir besitzen, schafft uns auf dem Jupiter ein Gefängnis. Und das muss dort überwunden werden. Das heißt, wir müssen dort vorurteilsfrei werden. Jetzt gibt es in den Schulungen von Rudolf Steiner eine Übung von 6, die heißt Vorurteilsfreiheit. Das heißt, da sehen Sie schon, dass auf diesem Schulungsweg die Läuterung für diese Jupitersphäre bereits gegeben ist. Das heißt, das ist ein wirklicher Schulungsweg, der uns eigentlich jetzt schon vorbereiten kann, wenn man den konsequent macht, die Vorurteile abzulegen, dann braucht man hier nicht ein Einsiedler zu werden auf dem Jupiter und mit keinem Geistwesen in Kontakt kommen können, wenn man ein Vorurteil hat. Wenn man Vorurteile hat. Das ist etwas ganz Reales. Und wenn wir uns das bewusst machen, dass wir geistige Wesen sind, dann sind wir jetzt wo mit unserem Geist? Wir sind jetzt letzten Endes so und so in all diesen Sphären drin. Die Jupitersphäre ist ja nicht weit weg. Diese Sphären sind ja überall da. Das heißt ja nicht, dass die nur dort außen sind, sondern die durchdringen das. Das heißt, diese Jupitersphäre ist jetzt da in unserem geistigen Wesen. Wir sind in der jetzt genauso drin. Und in dem Moment, wo wir hier ein Vorurteil haben, grenzen wir uns schon in dieser geistigen Jupitersphäre aus. Grenzen wir uns schon ab von anderen. Und das können Sie ja im Dialog, wenn Sie mit Menschen sprechen oder wenn Sie Menschen erleben. Wenn er Ihnen mit dem Vorurteil begegnet, was erleben Sie? Abgrenzung, da brauche ich gar nichts. Das kann jeder sofort nachvollziehen. Ah, er grenzt sich ab. Das ist eine geistige Wirklichkeit. Jetzt, solange wir jetzt auf der Erde sind, können wir das noch mit einem bewussten Prozess machen. Uns zu schulen, zu üben, jede Art von Vorurteilen abzulegen, ist eine einfache Übung, gell? Ganz einfach. Aber wenn wir es jetzt nicht auf der Erde tun, müssen wir es in der Jupitersphäre. Da wird uns gnadenlos jedes Vorurteil übel genommen. Oder wir nehmen es uns selber übel, weil das eine Wirklichkeit ist. Das ist eine Gesetzmäßigkeit. Es scheint auch so zu sein, dass manche Menschen durch diese Sphären durchgehen, ohne das Ganze zu läutern, weil sie einfach die Kräfte, die dort sind, gar nicht aushalten. Man sagt dann, sie schlafen etwas in dieser Zeit und gehen dann weiter. Ist so eine These. Da ist sicher etwas dran. Also darauf wollte ich zum Schluss noch hinweisen, dass wir als geistiges Wesen, als Terranaut in unserem geistigen Wesen, permanent in all diesen Sphären drin sind. Wir sind nicht hier getrennt. Und gerade mit unseren Vorurteilen schaffen wir permanent Gefängnisse. Mit unserem Atheismus schaffen wir Gefängnisse. Mit Egoismus schaffen wir Gefängnisse. Mit zum Beispiel, was in der Sonne der Fall sein muss, dass wenn jemand andere Religionen ablehnt, dann kommt er nicht weiter. Also ein allgemeines Verstehen der Religion und Akzeptanz der Religion eines anderen, das heißt ja nicht, dass ich alles gut finden muss, sondern im Grunde ein Nicht-Verurteilen, ein Verstehen, ein Verständnis haben, ohne dass ich es gut finden muss, aber Verständnis haben, das ist Liebe. Und das, wenn ich das nicht geläutert habe, komme ich aus dieser Sonnensphäre, aus dieser astralen Sphäre zum Schluss nicht raus in diese geistige Sphäre. Das heißt, alles das, was heute auch so geschürt wird, Hass auf den Islam und so weiter, obwohl es berechtigte Kritik gibt, das kann man sich ja alles sachlich anschauen. Aber das alles erzeugt in den Menschen Strukturen lauter kleine Gefängnisse.